This video is powered by ReconCompany.com. Hallo und herzlich willkommen von der SHOT Show 2024 hier am Stand von Primary Arms. Wir haben uns drei der Top-Neuheiten von Primary Arms geschnappt und zeigen die euch schnell in diesem Video. Das erste, das wir haben, ist eine LPVO. Es handelt sich hier um das PLX Compact 1-8 SFP. SFP steht hier für Second Focal Plane. Ist aktuell, wie uns gesagt wurde, das Flagship unter den LPVOs, das sie im Angebot haben. Wie ihr hier seht, alles ziemlich chunky, ziemlich beefy. Wir haben ein Cap-Turret-System, das heißt abgedeckte Verstelltürme. Wir haben hier eine integrierte Throw-Lever, also praktisch einen Hebel, der es zulässt, die Vergrößerung oder relativ schnell und problemlos zu verstellen, auch mit Handschuhen. Der Hebel ist in der Länge einstellbar bzw. kürzbar und ihr habt ein Segment, das ihr hier rausnehmen könnt. Im Großen und Ganzen sagt der Hersteller, das ist das hellste LPVO bzw. beleuchtete Absehen, das es auf dem Markt bis dato gibt. Ihr habt eine Helligkeitsstufenregelung von 10 Stufen, die auch in den Zwischenstufen immer abgeschaltet werden. Das heißt, ihr habt eine Helligkeitsstufe, Shutdown, Helligkeitsstufe, Shutdown und so habt ihr das praktisch. Das heißt, ihr könnt direkt aus der nicht beleuchteten Absehenssituation in die beleuchtete rein switchen. Die Verstellung der Turrets bzw. des Absehens ist in Zehntel Mill. Die Verstelltürme haben wir bereits gehabt, sind unter den Abdeckkappen verstellt und es ist hier alles gut erkennbar auf den Verstelltürmen. Auch hier nochmal überall die Bezeichnung, wohin die Reise geht bei den einzelnen Klicks. Hier steht ein Klick, Zehntel Mill, Down und Up. Also relativ gut erkennbar und verständlich im Großen und Ganzen. Das Absehen, das wir hier haben, ist ein ACSS Nova und entspricht, wir versuchen euch das Ganze nochmal in den B-Rolls zu zeigen. Das Setup, wie hier auf dem Tisch zu sehen, kommt nicht standardmäßig mit der Montage, also ihr müsst das Glas an sich und die Montage extra erwerben. Aber ihr habt hier eine sehr solide wirkende Primary Arms Montage, macht auf jeden Fall definitiv Sinn, die gleich mitzukaufen. Wir machen direkt hier drüben weiter mit dem GLX One X Red Dot. Und zwar handelt es sich hier um ein Red Dot mit einem Chevron-Absehen. Das heißt, ihr habt ein Absehen in der Mitte mit einem kleinen Dreieck. Oben drüber geht ein Kreis, unten drunter nochmal ballistische Haltemarken. Das Ganze läuft auf einer 2032 Knopfzelle, hat 12 Helligkeitsstufen und eines der großen Vorteile bei dem Gerät ist, dass ihr einen sehr, sehr weiten Augenabstand herstellen könnt bzw. nur herstellen müsst. Also ihr habt da wirklich, ihr könnt relativ schnell und relativ flüchtig in euren Ankerpunkt kommen und ihr habt eine sehr, sehr klare Optik, ein sehr, sehr klares, definiertes, beleuchtetes Absehen, mit ganz fast null Fade-Out, also in der Kreisregion und so, macht einen sehr guten Eindruck. Die Verstellung bei dem Gerät ist eine Half MOA, also 0,5 MOA und das Ganze auf der Höhenverstellung und natürlich auch auf der Seitenverstellung. Wie hier zu sehen, die Helligkeitsstufen und auch sämtliche Bedienfelder sind hier an der Seite angebracht mit schön verdeckten, gummierten Knöpfen. Machten alles einen sehr, sehr wertigen Eindruck und kommt natürlich gleich mit der passenden Riser-Montage. Als letztes zeigen wir euch noch hier das GLX RS15. Ist ein Pistolen- bzw. Kurzwaffen-Red Dot mit einem 3 MOA Leuchtpunkt und einem 120 MOA Kreis außenrum. Das hat die Bewandtnis, dass ihr praktisch mit diesem sogenannten Vulkan oder ACSS Vulkan Absehen besser in eure Schießposition bzw. euer Visierbild kommt. Der Kreis ist so in der Größe gewählt, dass ihr praktisch immer seht, wenn ihr falsch im Anschlag seid, in welche Richtung ihr euch bewegen müsst, um direkt bzw. euren Dot sichtbar zu machen.
Verstellung auch hier, wie bei dem Red Dot vorher. Wir haben hier eine Half-MOA-Verstellung in der Höhe und in der Seite. Die Helligkeitsstufen sind 12 Stück. Also ihr könnt in 12 verschiedenen Helligkeitsstufen wählen. Die Batterie, die hier verwendet wird, ist natürlich auch eine 2032, wie bei den anderen Geräten auch. Der Footprint dieses Red Dots basiert auf dem Delta Point Pro. Und wie man es merkt, jeder macht sein eigenes Ding und es wäre ja Blödsinn, wenn jeder den gleichen Footprint machen würde. Macht auch einen sehr guten Eindruck, wenig Blowout im Absehen bzw. im Punkt und auch in dem Ring, der sich außenrum befindet. Schöne, schicke, großes Sichtfeld und an der Seite gummierte Einstellknöpfe, um das Ganze eurer Helligkeitsstufen durchzuschalten. Primary Arms Produkte findet ihr in Zukunft bei der Firma Ferkinghoff. Den Link blenden wir euch oder schreiben wir euch in die Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen zu Primary Arms Produkten habt, dann schreibt uns in die Kommentare. Benutzt ihr schon Primary Arms Produkte? Schreibt es auch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke für die neuesten SHOT Show Videos und das war's von uns. Ciao, ciao! For support, also subscribe Enforce Tech TV. Oh.